Ja, dann gehen wir erstmal hier nach Pik hier hoch. Nee. Da kommen meine Truppen. In a minute, folks. Also ja, ich weiß noch, die Maps sind teilweise einiges größer und weitläufiger als In a im minute. ersten Battle Mages. Von daher mal gucken, was gibt's hier denn? Come on, folks. In a minute. Agreed. Okay, in der Höhle gibt's absolut nichts. In a minute. Das heißt, wir holen uns jetzt mal die Sphäre und gehen hier hoch. Oder vernichten erst noch die Monsterhöhle hier hinten, weil das führt in ein ziemlich interessantes Tal. Agreed. Find's lustig, wie ich sehen konnte, was, dass das eine Phantomgruft ist, aber nicht, was das ist. Oder muss ich da näher rangehen dafür? Mal kurz gucken. Jetzt dürfte es gleich wieder runter ticken. Nein. In a minute. Well, all right. As you wish. Also holen wir uns mal die Kugel. Here we are. Bows at the ready. Wolfslager. At your service. Let's show 'em. Das sind, ist ein angreifender Trupp Wölfe. Come on, folks. So, unsere eine Miliztruppe ist schon mal aufgestiegen. Come on, folks. I love an old-fashioned hunt. Yes, in a minute. Come on, folks. Ich mag's aber in a minute. Here we are. Wenn ihr all right. Let's show up. Meine Bogenschützen angreift. Bows at the ready. Agreed. Come on, folks. That'll be fun. That'll be fun. Come on, folks. I love an old-fashioned hunt. So, so ist besser. At your service. Ach ja, der Chaos. Coming. As you wish. As you wish. Chaosring, was macht denn der? 15 Widerstand und den sollte ich in welche Stadt nochmal bringen? Oh, hier hinten ist Bärenlager. Da ist auch der Bär daneben und da liegt sehr viel Gold rum, was ich einsammeln yes. sollte. Aha. Pik hier braucht Chaosring von Wolfslager. Agreed. In a minute. I love an old-fashioned hunt. Ah, das Bärenlager ist schon zerstört, weil der Wachbär tot ist. Auch gut. Agreed. Und meine zweite Miliz hat auch die nächste Stufe erreicht. Agreed. In a minute. So, das heißt, wir können das ganze Gold hier einsacken. In a minute. In a minute. Ach, hier oben ist auch was. Sieht interessant aus. Agreed. Aber ja, jetzt gehe ich die Monsterhöhle hier plätten. Und dann gehen wir hoch zum Energieknoten, die anderen Quests machen. Come
on, folks. Uh-huh. Come on, folks. In a minute. Uh-huh. I love an old-fashioned hunt. My troops are under attack. So, die sind... Höhenmonster sind halt etwas stärker, auch wenn ich mir die Stats so ansehe. Ich sehe halt nicht genau, wie viel HP sie haben. In a minute. Come on, folks. Agreed. Aber ja, Kampffähigkeiten ist erstmal wichtiger, weil mit 200 Mana kann ich gerade gut zwei Zauber sprechen. Agreed. Aha. That'll be fun. Weil... Ich habe nicht so viele Truppen, die ich buffen kann und ja, die Buffs, die ich gerade spreche, die reichen eigentlich fast immer für solche Kämpfe. It took us a while to clear the road of battling monsters. Es hat eine Weile gedauert, die kämpfenden Monster von der Straße zu holen. Ja, wir haben die Monsterhöhle vernichtet. Da sind noch mal Steine. What? Here we are. All right, all right. As you wish. Und jede Menge Gold. Yes. So. Das kommt mal zu euch. What? Come on, folks. Hier sind noch mal 100 Steine, Agreed. Die in der Gegend rumliegen. Wahrscheinlich wurden die von Monstern oder so getötet, die Leute hier. In also a minute. Die Goblin-Arbeiter. Und ja, das neben dem Energieknoten da, das macht einem nicht sonderlich viel Mut. Ja, da ist der Schamane, da ist noch eine Höhle im Weg vorher. Agreed. Agreed. Here we are. All right. Also ja, erstmal ein Quicksave wieder machen. Well, in a minute. Weil wenn ich mich hier mit am Energiekern mit Geistern schlagen muss, dann könnte das weh tun. Agreed. In a minute. Come on, folks. Ja. Shoot 'em. Also gut, dass ich das Energieschild habe, weil das würde sonst sehr weh tun. Aha. What? Come on, folks. Agreed. In a minute. Yes? So, ihr könnt ruhig angreifen. So, I feel like I truly belong here. My gratitude has no bounds. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich hierher gehöre. Ich bin euch unendlich dankbar.
What? Also ja, der Phantomkrieger ist da, wo er hingehört. Wir können unseren eigenen hier beschwören. Yes? Wir können nochmal mit ihm hier reden. Please, take this artifact in return for your troubles. May it serve you well. So, das Artefakt, das können wir nachher holen. Here we are, agreed. Hier liegen nochmal Steine rum. Und ja, da hinten gehe ich nachher lang, habe ich gesagt. Und da unten, ich glaube, da unten geht's gar nicht lang. Naja, es geht schon lang, aber es endet... Oh, es endet in der Gruft. Okay. Well, what? All right. Und ja, bevor ich mich auf die Main Story stürze, kümmere ich mich halt erstmal um Side Stories. Einfach. Come on, folks. Für Level Ups und so. Also für XP und so. Weil ihr habt keine neuen Aufträge für mich, nehme ich an. Nein. Nein. Pick hier. Ja, 100 Steine zum Wachsen ist nicht so viel. Ja. Yes? In a minute. So, wir haben Steine abgegeben. Haben Stiefel abgegeben. So. Die Stiefel können wir natürlich auch zurückkaufen. Wir können auch gleich Zeug in die Slots packen. Also, du kriegst Stiefel. Ha! At your service. Here we are. So. One. Wir haben noch mehr als genug Steine, um Pick hier beim Aufsteigen zu helfen. Ha, agreed. Come on, folks. Come on, folks. Aha. Ihr noch nicht. Ha? Agreed. Wir gehen jetzt rüber nach Pick hier. Wenn wir den richtigen Weg hochfinden und machen mal das mit der Quelle. Come on, folks! Wobei wir erst noch gucken sollten, was für ein Artefakt der Magier für uns hat. Agreed! Ah ja, es ist gut, wie wir vorankommen. Oh, ein Ring. At your service. Ein Ring ist praktisch, weil Ring ist ein extra Slot. In a minute. Ja, wenn wir so bei den nicht Zaubern, sondern hier Artefakte gucken, haben wir Holzschild, Stiefel, Titanpanzer, Stahlschwert, Schriftrolle für Wissen und den Schicksalsring haben wir auch immer noch. Wird der jetzt gleich überschrieben, ist die Frage. Nee. Was macht der Ring? Schießgeschwindigkeit und Widerstand. Okay. Come on, folks.
Kann ich jetzt hier. Ne, kann ich noch nicht. Da muss ich erst da hochlatschen. Ist aber auch kein Problem.